So, an diesen Test erinnert man sich nicht. Aber die Demos sind immer sehr schön, weil sie noch ein bisschen mehr von der Story erzählen und meistens auch coole Musik haben. Auch hier habe ich übrigens wieder 8-fach Anti-Aliasing, anisotropisches Filtern, also 4-fach anisotropisches Filtern eingestellt bei Full HD. Und wir sind so gerade bei 130 Frames. So, hier sieht man schon, dass es weitergeht. Der Test endet ja dann. Böse Oberlord. Mit dem Arsch wackeln kann er, aber ansonsten ist er steif wie eine Holzpuppe. Was haben wir erbeutet? Licht, Sir. Osrams geheimen Vorrat. Die ultimative Glühbirne. Thank you.
Sieht so schön aus, ich will da gar nicht so richtig reinquatschen. Wir sind im Testen des zwei Lämpchen. Ein pinkes und ein grünes. Das Luftschiff. Der Gag ist, dass das theoretisch sogar funktionieren würde. Na gut, das können wir jetzt wieder aus dem Test.
just can't bring myself to say it loud. Afraid that what I'll say comes out somehow of right. That is when it seems Hildström. We move in circles day to day. Twist the drummer of the play to get us by. And it feels like fear, like I'll disappear. It's so hard to steer, yet I go on. Do we need debates when it seems too late? Like I bleed, but wait, like nothing's wrong. You lift my spirit, take me higher, make me fly. Touch the moon. Oh, ein echt schönes Lied. Ab da war es dann schon DirectX 9. Das blieb ja dann eine ganze Weile so. 4 Jahre? Ja, und dann mit Vista kam DirectX 10. Mit Windows 7 DirectX 11 und da sind wir momentan noch. Behaupte ich jetzt einfach mal so? Ich behaupte jetzt tollkühn, wir sind immer noch bei DirectX 11. Falls ich mich an der Stelle irre, bitte mal in die Kommentare. Bisschen nach Sunrise Avenue, sieht sie aber nicht. Will return. Wie eine Androhung. Aber sehr schön gemacht.